Moment, Moment, gleich kommt's. Klar. Also, warum spielen wir diesen Schrott? Zum Geburtstag, alte 4 Games. Denn heute fast ist dieser Kanal 10 Jahre alt geworden. Und um das zu feiern, mal was anderes. Nämlich ein Video. Jetzt haben wir alle gut gelacht und dann geht's weiter. 10 Jahre. Das ist eine ganze Menge. Ich glaube, jede Internetpersönlichkeit wird euch dieselben Worte runterrattern, aber tatsächlich ist es minimal schockierend zurückzublicken und zu merken, dass das letzte Jahrzehnt ein nicht zu unterschätzender Teil meines Lebens. All das passierte und irgendwo war immer dieser Kanal im Hinterkopf. Und all das nur, weil ich mich damals mit anderen über ein Spiel lustig machen und dieses Video anschließend in deren Foren posten wollte. Aus irgendwelchen Gründen hat das Anklang gefunden und jetzt sind wir hier. Doch sollte es heute gar nicht so sehr darum gehen. Das ist ein Thema vielleicht oder vielleicht auch nicht für einen anderen Tag. Heute gehen wir erstmal etwas simpler, seichter an. Mit einer Sache, die mich schon ähnlich lange verfolgt wie dieser Kanal hier an sich. Was sind meine Lieblingsspiele? Was ist der Kram, den ich nicht hasse, wenn ich doch sonst so negativ bin? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, woher andere Leute diese Superkraft nehmen, problemlos auf eine Top-Liste nach der nächsten zu kommen. Ich bin nämlich jedes Mal mit sowas total überfragt. Wie packt man solche Sachen überhaupt in eine Reihenfolge? Was ist mein achtliebstes Spiel im Gegensatz zu meinem neuntliebsten? Kann ich mich überhaupt noch an alles erinnern, was ich gespielt und großartig gefunden habe? Und was heißt das hier überhaupt? Lieblingsspiele? Die Spiele, die ich am liebsten spiele? Klingt logisch. Oder die, die ich am meisten gespielt habe? Die ich objektiv am besten finde, aber seit einer Ewigkeit einfach gar nicht mehr starten wollte? Oder die in meinem Leben die allergrößte Rolle gespielt haben? Denn das wären vermutlich alles grundverschiedene Listen. Man merkt, ich denke schon wieder zu viel nach. Also nehme ich die Feiglingskarte und mache Folgendes. Dies hier sind 15 meiner absoluten Lieblingsspiele, die ich jetzt noch am liebsten spiele oder am meisten spiele oder einfach viel Gutes mit verbinde, die ich einfach mag. Ohne bestimmte Reihenfolge oder dass es definitiv die besten sind, die je existierten. Einfach ein paar offensichtliche Vertreter, aber auch ein paar kleinere Überraschungen. Also, glaube ich. Und um diese Liste hier einen Tick weniger monoton zu machen, kehre ich gesamte Videospielreihen einfach in ein Segment zusammen. Es bringt nichts, wenn die Hälfte der Liste einfach nur aus zwei Franchises besteht. Alles klar? Okay. Number 15. Doom 1 und Quake 1. Ich glaube, das hier ist keine wirkliche Überraschung. Jeder, der mich so halbwegs kennt, der weiß, dass ich auf Oldschool-Shooter stehe und es gibt nichts, was oldschooliger ist als Doom 1 und Quake 1. Ich zähle die jetzt einfach mal zusammen, weil sonst würde ich zweimal genau dasselbe mehr oder weniger erzählen. Doom 1 ist der Klassiker. Es hat alles genommen, was Wolfenstein 3D machte und machte es einfach besser. Eine bessere Grafik, mehr Gegner, ein besseres Gameplay, mehr Waffen. Größere Level, Level, die nach mehr aussehen. Es ist so ein bisschen das Super Mario World der First-Person-Shooter. Nicht der allerbeste, der je existierte, nicht der allererste, der je existierte. Aber es hat alles genommen, was vorher gemacht wurde und brachte es auf ein Level, welches dafür sorgt, dass alle Leute es zeitlos finden. Und auch wenn ich Doom jetzt nicht
ideal gelungen finde, wie ein Super Mario World, einfach weil das noch ein bisschen raffinierter ist, weil Shooter allgemein so ein bisschen mehr Hürden haben. Es ist wahnsinnig nah dran, besonders mit der Anzahl an Mods, die es da draußen gibt und Sourceports und Custom-Content bis unter die Decke. Es gibt unendlich Content für Doom und es macht bis heute Spaß. Und Quake hat diese Formel genommen, etwas entschlackt an einigen Punkten, in eine echte 3D-Engine gebracht. Das Gameplay ist ein Stück schneller. Die Waffen sind etwas versimpelt worden. Waffen, die man nicht brauchte in Doom, die hat man rausgenommen. Man hat das Waffensystem ein bisschen cleverer gemacht. Man hat das System genommen, welches Doom 2 mit der Super-Schrotflinte hatte und hat es auf weitere Waffen erweitert. Der Granatwerfer in dem Spiel ist super. Und die Kritikpunkte, die man an Doom 1 ziemlich haben kann, auch aus heutiger Sicht sowieso, aber auch eigentlich damals schon, ist, das Sounddesign war nicht so sonderlich toll. Die meisten Gegner klingen sehr ähnlich und die Waffen klingen nicht so gut. Und viele der Gegner sind eigentlich relativ öde. Das nervt zwar nicht wirklich, aber das kann auffallen. Und Quake hat beide diese Sachen überarbeitet, hat großartige Gegner, hat großartige Sounds. Statt des Kick-Ass-Soundtracks, den Doom hatte, mit großartigen Liedern, die viele Leute im Kopf haben, von denen aber einige eigentlich ja geklaut sind, ne, nicht nur einige, eigentlich alle, hat Quake eher einen ambientischen Klang, der nicht jedermanns Sache ist und besonders nicht in den Versionen, die man sich derzeit holen kann, wo der Soundtrack fehlt und man erst Mods installieren muss, weil Bethesda es nicht auf die Reihe kriegt, den ordentlich mit anzubieten. Ist egal, aber ein eher atmosphärisches, ambientischer Klang, gemacht von Trent Reznor von Nine Inch Nails, deswegen hat das Spiel auch eine Nailgun, der Quake seine komplett eigene Stimmung gibt. Eine Grafik, die garantiert nicht gut gealtert ist, mit sehr blöckigen Umgebungen und Gegnern, aber ich für meinen Teil nicht als störend empfinde. Doom 1 und Quake 1 sind für mich die besten Oldschool-Shooter, die alles, was sie versuchen, so ziemlich richtig machen, die ich immer wieder spielen kann und die vor allem nicht zu viel versuchen wie einige andere Shooter aus derselben Zeit, die etwas zu überambitioniert waren und in diesen Punkten dann aber auch nicht so gut gealtert sind. Nummer 14. Serious Sam, die gesamte Serie eigentlich. Serious Sam, ein sehr ähnliches Spiel zu den beiden Spielen, die ich eben schon besprochen habe. Und das kommt jetzt im Anschluss, damit einfach diese Generik-Shooter erstmal weg sind. Serious Sam ist im Grunde eine Weiterentwicklung von dem, was Quake und Doom schon machten, mit sehr ähnlichen Waffen und einem sehr ähnlichen Gameplay. Noch ein Stück weiter runtergebrochen, aber dann auf 11 aufgedreht. Eine sehr monotone Shooter-Reihe, bei der du gegen riesige Massen an Feinden kämpfst und welcher, je nach Stimmung von mir, entweder so auf Platz 3 der besten Shooter und besten Spiele für mich ist oder halt gar nicht erst auf einer Top-Liste auftauchen würde. Dennoch mag ich das Spiel sehr. Es ist monoton wie sonst was, aber es ist in seiner Monotonie auch an etwas dran. Es wirft dir nicht einfach nur Gegner entgegen und gibt dir halt Waffen, damit es halt die hat, sondern die Gegner, wie sie funktionieren und die Waffen, was die anrichten können und gegen wen die effektiv sind, das ist durchdacht. Welche Gegner spawnen, ist nicht einfach, in den meisten Fällen zumindest, nicht einfach gegen die Wand geworfen und sagen, ja, da spawnen wir halt jetzt nochmal 8 von denen, sondern durchdacht, wann die spawnen, wo die spawnen und wie du diese Herausforderungen anzugehen hast. Es macht im Grunde nur eine Sache wirklich, aber die dann richtig gut. Diese Spiele am Stück durchzuhalten ist wahrscheinlich auch nicht das Allereinfachste. Ich erinnere mich daran, dass ich Serious Sam Second Encounter an einem Stück mal, ich glaube, eine Nacht durchgespielt hatte und alle Secrets geholt hatte auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Und danach war ich so kaputt, dass ich erstmal keine Videospiele mehr anfassen sollte. Keine Spiele, die ich immer spielen kann und vor allem auch nicht zu lang am Stück, aber trotzdem sehr, sehr gerne spiele und hunderte Stunden drin verbracht habe in der gesamten Serie. Und so günstig, wie sie teilweise zu haben ist heutzutage, immer wenn die im Sale ist, kriegst du die gesamte Collection auf Steam für ein paar wenige Euro. Kann man sich mal antun, vielleicht für einen Koop ganz gut, auch wenn ich sie am liebsten alleine spiele, weil da merkst du erst, dass da tatsächlich ein bisschen ein cleveres Design hintersteckt, das nicht einfach nur hohles Abschießen ist,
Während im Koop kann es ja nicht egal sein, ob du stirbst und wann du stirbst und wie du stirbst und wie du Gegner angehst. Das kann ja eigentlich relativ egal sein dort. Serious Sam, sehr eigen, eigentlich sehr wenig, aber ich mag sehr und es ist cleverer, als man meistens denken würde.13. Contra. In erster Linie Hardcore. Contra Hardcore. Nein, nicht Rocore. Nein, eigentlich, nein, wirklich Hardcore. Oder Teil 3. Oder Teil 4. Oder Neo Contra. Die sind alle eigentlich gut. Ich mag Contra. Und das ist so eine Liebe, die noch gar nicht so alt ist. Ich habe keine Kindheitserinnerung an Contra oder Probotector für uns coolen Europäer. Ich erinnere mich daran, dass ich es mal so mit, keine Ahnung, 12, 13 in so einer Emulatorphase, die jeder, glaube ich, mal hatte, gespielt habe und Teil 3 auch ziemlich mochte, aber halt auch eigentlich super schlecht war und mehr oder weniger habe ich mich durchgecheatet mit Save States und selbst da kam ich nicht super weit. Ich glaube, okay, relativ weit eigentlich mit dem Wüstenlevel gegen Ende. Ist mir positiv in Erinnerung geblieben, aber hatte ich dann immer als dieses Spiel, welches unmöglich schwer ist, in Erinnerung behalten. Und irgendwann, ich glaube letzten Jahres oder so, kam es dann dazu, dass ich glaube, es lag tatsächlich daran, dass ich eine GIF von Blazing Chrome, welches ich erst vor kurzem reviewed hatte, dass ich eine GIF davon gesehen hatte und dachte, okay, ich muss mich jetzt einfach mal hinsetzen und Contra spielen, weil ich diese Reihe immer geschätzt habe, aber immer gesagt habe zu mir selbst, das ist zu schwer, das kann ich nicht, das ist absolut nicht meins. Und dann hatte ich wirklich diesen Gedanken, setz dich einfach mal hin und spiel's und zieh's mal durch. Und im zweiten Versuch hatte ich Teil 3 für Super Nintendo direkt durchgespielt. Gut, es war die japanische Version, bei der du unendlich Continues hast, ja. Und es war auch auf leicht, ja. Aber meine Güte, und dann wollte ich weitere Teile der Reihe nachholen. Und Contra Hardcore ist mir am meisten im Kopf geblieben jetzt, weil Contra Hardcore ist der abwechslungsreichste Teil mit dem meisten Content, so hart komprimiert, sodass es eigentlich mir leid tut für die ganzen Entwickler, die da saßen. Und wegen das Spiel hat 4 verschiedene Charaktere. Es hat nicht einfach nur zweimal denselben Muskeltyp in anderen Farben. Es hat 4 verschiedene Charaktere. Die haben alle komplett verschiedene Waffen-Loadouts, die sie mit sich rumtragen können, zwischen denen man die ganze Zeit wechseln kann. Und dann wirft es dich einfach in super abwechslungsreiche Situationen, die wirklich sich alle paar Sekunden ändern. Das Spiel hat irgendwelche Bosse, die sind gigantisch, die sind technisch bestimmt super schwierig umgesetzt, also super schwierig umzusetzen auf dem Sega Genesis damals, die dann nur ganz kurz tanzen und nach ein paar Sekunden wieder wechseln, weil du sie schon besiegt hast. Und dann kommt direkt die nächste Stelle, die einmalig für dieses Spiel ist. Grafiker und Programmierer haben sich da Mühe gegeben für Situationen, die ein paar Sekunden lang sind. Und das könntest du als Verschwendung bezeichnen, aber das zeigt einfach, dass irgendjemand da einfach nicht sparen musste. Und da merkst du das. Ach ja, Konami, das war mal diese gigantische Firma, die mal richtig, richtig großartige Spiele gemacht hat. Dann hat das Spiel Branching Paths, so mit einer Story, die sich verändert, je nachdem, in welcher Richtung du lang gehst und du optionale Level hast und sowas. Leider sind die Level, die dann am schwächsten sind, weil sie dann einen Boss haben, der etwas zu lange dauert, dann meistens die man nicht überspringen kann. es ist aber auch, und das Spiel hat den Ruf, der schwierigste Teil der gesamten Reihe. Und ich kann jetzt nicht so komplett zustimmen, weil ich die japanische Version am liebsten spiele. Beziehungsweise einen ROM-Hack, der die Regeln der japanischen Version in die amerikanische einbaut. Denn die japanische Version hatte keine One-Hit-Deaths, wie man es aus der Reihe kennt, sondern Hit-Points. Weil du dann deine Waffenwahl ein bisschen besser durchdenken kannst. Und vor allem auch besser durchkommst, weil das Spiel dir halt wirklich gerne Situationen entgegenwirft, die fast unfair sind, die du lernen musst. Ich weiß nicht genau, wieso ich so fasziniert bin. Naja, okay, ich weiß es doch, weil die Reihe ist fucking fantastisch. Aber ich kann das nie so richtig in Worte fassen, wo die Faszination für Contra herkommt. Ein Kumpel von mir hatte es letztens beschrieben mit ein Casual-Spiel für Hardcore-Spieler. Ein Spiel mit simplen Mechaniken, welches man sehr leicht durchspielen kann, mal so eben zwischendrin. Bei dem man aber gut sein muss, sich anstrengen muss, sich ein bisschen konzentrieren muss, üben muss. Sobald man das aber gemacht hat, sobald diese Phase erlegt ist, dass du, aha, ich weiß jetzt, was die Gefahr ist, dann merkst du dir das auch. Und das scheinbar für Jahre hinweg.
Contra besonders hardcore, ansonsten noch Teil 3 und 4 für DS und Neo Contra, dieser Top-Down-Shooter, habe ich in meiner Roco-Review geredet und Contra Rebirth für die Wii, das sind alles ziemlich gute Spiele, aber Hardcore ist definitiv where it's at. Nummer 12. Die Phoenix Wright Ace Attorney Trilogie. Das hier dürfte dann wohl die erste große Überraschung auf der Liste sein, oder? Denn ich als so ein Typ, der sehr viele stumpfe Actionspiele spielt, stehe plötzlich auf ein Visual Novel. Es verwunderte mich auch, dass mir diese Reihe so sehr ans Herz gewachsen ist irgendwann. Das war so ein Spiel, das hat man damals in der Endzone mal gesehen und die hatten versucht, das zu erklären. Also war ein Videospielmagazin, gibt's immer noch, müsste es noch geben. Aber Videospielmagazin, Nintendo fokussiert und sowas. Und da haben sie versucht, das zu erklären, aber es nicht so richtig rüberbringen können. Und da war es einem auch egal, aber der Name blieb einem im Kopf, weil es einfach so dämlich klingt. Dann kannte man die Memes im frühen, also so kurz vor den 2010ern im Internet, die Objection-Memes und sowas, das hat man mitbekommen. Und dann hatte ich mit irgendjemandem mal darüber geredet, der wirklich fasziniert von dieser Reihe war. Und dann hatte ich mal gedacht, weil kostet ja nichts, mal in ein Let's Play reingucken. Und ja, seitdem sind, glaube ich, 9 Jahre vergangen und ich stehe immer noch drauf. Ich sehe nämlich gerade das Let's Play, das ist so ziemlich jetzt 9 Jahre alt. Es ist ein Visual Novel, allerdings, weil viele Leute sehr lesefaul sind. Ganz ehrlich, eine der tollsten Sachen daran ist, wie toll die Texte relativ klein portioniert sind und durch wie sie sich aufbauen, dass sie natürliche Pausen machen, dass sie langsamer sind für dramatische Momente, dass du ein Sounddesign hast, dass die Sprites sich dabei bewegen. Aber vor allem ist es ein Visual Novel, welches fest mit einem Gameplay vorhanden ist, denn du bist in dem Spiel ein Anwalt, ein Strafverteidiger und du musst deine Mandanten, Klienten, die Angeklagten, genau, du musst die Angeklagten halt freisprechen. Und das machst du, indem du in einem Adventure-Part, der tatsächlich nicht so der beste Teil des Spiels ist, halt Gegenstände sammelst und mit Leuten redest und so bla, aber im Gerichtssaal dann ein Kreuzverhör mit irgendwelchen angeblichen Zeugen, die aber eindeutig lügen müssen, denn dein Klient ist ja bestimmt unschuldig, musst du halt deren Widersprüche aufdecken. Und da hast du das Kreuzverhör und dann sagen sie irgendwas und dann denkst du, nein, Moment, der kann die Bowlingkugel gar nicht gegessen haben, weil ich die ja habe. Und dann zeigst du ihnen den Beweis, dann geht die Musik aus und dann sagt er so, Einspruch! Und dann sagst du, nein, hier, ich hab die Bowlingkugel. Und dann kommt aber der Staatsanwalt und sagt, nein, auch Einspruch, entweder mit einer hochgepitchten Stimme oder mit einer tiefgepitchten Stimme, auf jeden Fall mit einer Stimme, und dann sagt er, nein, das ist die falsche Bowlingkugel, und dann gibt es eine Anime-Reaktion, die richtig, richtig übertrieben ist, und die Musik fängt an und es ist fantastisch, und plötzlich ist es so ein Spiel mit so einem Anwalttypen, von dem man sich nicht mehr so ganz losreißen kann. Und gerade die Originaltrilogie, die mag ich sehr. Den vierten Teil mochte ich noch. Der ist nicht ganz so gut wie 1 und 3, aber den mag ich eigentlich ganz gerne. Auch wenn man einen anderen Charakter spielt, das hat mich nicht gestört. Es gab ein Crossover mit Professor Layton, welches einen sehr hohen Production Value hatte, aber mir nicht sonderlich gut gefallen hat, wenn es um Setting und das Ende geht. Egal, die Trilogie kann ich sehr gut empfehlen, die gibt es mittlerweile auch gibt es auf allen Plattformen, aber mittlerweile der neueste Release, den gibt es auch auf Steam und der PS4 und ich glaube auch der Switch. Mittlerweile sogar wieder mit einer deutschen Version. Nummer 11. Driver San Francisco. Somit das Spiel auf dieser Liste, bei dem ich mir bis heute nicht so ganz sicher bin, ob ich es hier dazu zählen möchte, weil ich habe es auch länger nicht mehr gespielt, aber mir so viel davon positiv im Kopf geblieben ist, ich es an so viele Leute empfohlen habe und ich es tatsächlich mehrmals durchgespielt habe vor einigen Jahren, dass ich mir doch ziemlich sicher bin, dass es sich diesen Platz hier verdient hat und hier auch noch ein paar Jahre bleiben möchte, denn ich wollte diese Liste eigentlich so aufbauen, dass ich sie nicht in 1 bis 2 Jahren bereue, weil so nur noch die Hälfte davon steht. Driver San Francisco ist für mich das beste Open-World-Rennspiel mit einer Story, mit verschiedenen Missionen. Das Fahrverhalten in diesem Spiel ist gut. Ich mag die Charaktere tatsächlich. Gerade Tenna hat in der deutschen Version einen Synchronsprecher, der den einfach wahrscheinlich ein bisschen arrogant, aber eigentlich sehr sympathisch macht.
Und dann hat das Spiel dieses eine sehr seltsame Gimmick. Du hast also du liegst in einem Koma und du kannst von Auto zu Auto deswegen springen. Und das war so der Versuch, weil Driver 1 auf der PlayStation war ein Spiel, was dafür kritisiert wurde, dass es nicht GTA ist. Ich erinnere mich noch daran. Und Driver 3 war dann GTA und war dann scheiße. Und jetzt sollte man irgendwann mal diese Brücke finden zwischen, du kannst Autos wechseln, aber aussteigen ist No-Go. Und das war die beste Idee, auf die sie gekommen sind. Und viele Leute haben es direkt abgelehnt. Ich erinnere mich daran, dass ich das damals mit Paul spielen wollte. Und ich ihm versucht habe, genau das hier zu erklären. Dann haben wir es gespielt und wir haben es geliebt. Die gesamte Story des Spiels ist super vorausschaubar, voraussehbar. Du weißt direkt, um was es geht und du weißt auch direkt, wie es enden wird. Aber es ist trotzdem unterhaltsam, sie zu verfolgen währenddessen. Dann hast du Missionen, die eine eigene Handlung haben, die manchmal echt unterhaltsam sein können. Und halt eine ziemlich hohe Abwechslung, wenn es um die verschiedenen Missionsziele geht. Du kannst, das sollte ich noch erklären, du kannst, wenn du zum Beispiel ein Rennen machst, kannst du aus deinem Auto raus, du lässt den Computer mal kurz übernehmen und kannst einfach mit dem gegenüberliegenden Verkehr, kannst du deine Gegner ausschalten, anstatt einfach nur gut zu fahren, kannst du halt sowas machen. Du kannst die Polizei rammen, wenn du möchtest, und dann bist du in der Verfolgungsjagd. Aber wenn du keinen Bock auf eine Verfolgungsjagd hast, spring einfach in ein anderes Auto. Oder falls du Bock auf eine Verfolgungsjagd hast, aber aus der anderen Perspektive, dann übernehm einfach den Polizisten und verfolg den Typen, der die Polizisten gerade gerammt hat, was du warst, aber jetzt nicht mehr. Du kannst schön Schabernack treiben und es spielt sich gut. Es ist technisch echt gut. Das Spiel hatte die 60 FPS auf der Xbox 360 und PS3. Und es ist ein Spiel, welches du heute gar nicht mehr kriegen kannst, außer du kaufst es dir gebraucht. Am besten für die Xbox 360, weil dann kannst du es auf der Xbox One spielen, weil es vom Markt halt genommen wurde, weil Lizenzen und weil Ubisoft nicht daran interessiert ist, dieses Spiel jemals zu re-releasen. Aber Leute, kommt scheinbar nicht damit klar, wenn Spiele so richtig awesome sind, ne? Okay. Nummer 10. OutRun 2006. Gleich noch ein Rennspiel. OutRun 2006, beziehungsweise OutRun 2, aber 2006 ist ein Re-Release mit bisschen mehr Content für die PS2 und PC gewesen, während Teil 2 für Xbox und Arcade erschien. OutRun 2006 ist für mich das gute Laune-Rennspiel. Als ich es damals gesehen habe, vor wenigen Jahren, brauchte es 5 Sekunden Bildmaterial, bis ich gesagt habe, ja, das Spiel liebe ich. Im Grunde ist es, du fährst vorwärts an dem Verkehr vorbei und musst von A nach B kommen. Was B ist, bestimmst du aber selbst mit diesen verschiedenen Forks in deiner Route, die dich in verschiedene abwechslungsreiche Umgebungen führen. Und das ist es im Grunde. Die Grafik von dem Spiel ist nichts Besonderes, für gerade 2006 eigentlich schon eher schlecht. Aber dadurch, dass es so simpel aussieht, ist das ein Spiel, welches sehr clean ist und sehr einfach sehr angenehm fürs Auge ist. Kein Grafikblender oder so, aber definitiv sehr angenehm fürs Auge und das schaut sich gut an. Das Geschwindigkeitsgefühl ist cool. Und das Spiel fährt sich einfach toll. Die Drifts fühlen sich in diesem Spiel wahnsinnig gut an. Die Ferraris sind cool und sorgen dafür, dass das Spiel auch nie wieder re-released wird, weil die Lizenz einfach viel zu viel kostet und Sega keinen Bock hat, sich diese Lizenz nochmal zu schnappen für 1 Million oder so, damit das Spiel ein paar Leute spielen können. Es unterhält einfach sehr gut. Ich kann es immer mal wieder für ein paar Runden spielen. Es hat einen sehr, sehr guten Soundtrack mit einigen alten Songs und einigen Remixes und einigen neuen Songs. Und ja, es ist das Rennspiel, welches ich in den nächsten paar Jahren immer wieder und wieder anwerfen möchte. Mehr ist es gar nicht. Aber dieser Abschnitt jetzt sehr kurz ist, erwähne ich noch kurz Ridge Racer, ein Spiel, welches ebenfalls sehr gewöhnungsbedürftige, aber sehr großartige Drifts hat. Und Namco Bandai, macht mal bitte ein neues Ridge Racer. Ich hätte nichts dagegen, ein neues Ridge Racer zu sehen. Bitte macht ein neues Ridge Racer. Ich mag Ridge Racer. Okay, und OutRun 2006 ist auch gut. I'll have two number 9. Sonic Generations. Ich bin ein Sonic-Fan. Und falls jemand fragen sollte, warum, kann ich das leider nicht beantworten. Und immer wenn jemand fragt, oh, welches Spiel könntest du empfehlen, um auch in Sonic reinzukommen, kann ich das nicht beantworten.
Mittlerweile wäre meine Antwort wahrscheinlich Sonic Mania. Aber Sonic Generations ist definitiv mein Lieblings-Sonic-Spiel aller Zeiten. Es sieht fantastisch aus. Das Spiel kam 2011 raus und es hält sich immer noch sehr gut. Sonic Generations ist so ein Jubiläumsspiel für Sonic, was so ganz viel Nostalgie reinwirft. So mit der Green Hill Zone und City Escape und Crisis City, weil Crisis City, daran haben alle Leute positive Erinnerungen. An Sonic 06. Jedenfalls, und es wirft dir halt einen klassischen 2D-Sonic und einen modernen 3D-Sonic, der gelegentlich 2D-Abschnitte hat, entgegen. Und ganz ehrlich, die Classic-Abschnitte, die sind nicht so gut. Die sind gut gemeint, die sind auch gar nicht so schlecht designt, aber Sonic steuert sich nicht so, wie er soll. Sonic steuert sich nicht so gut, wie er kann. Und im Grunde ist das Highlight definitiv, das Highlight sind die 3D-Stages. Aber dieser eine Abschnitt ist so gut, dass ich das auch seit Jahren immer mal wieder anspiele. Es läuft dann im Grunde so ab. Ich spiele alle 3D-Sonic-Stages, bis auf die letzte, die ist nicht so toll. Ich spiele die Bosse und dann bin ich nach nicht mal 20 Minuten wahrscheinlich schon wieder durch und dann spiele ich es am selben Tag nochmal oder am nächsten Tag oder nächste Woche und das immer wieder. Sonic zu kontrollieren hat in 3D noch nie so viel Spaß gemacht wie hier. Du hast verschiedene Routen, die du ablaufen kannst, du hast Collectibles, die du deswegen finden kannst. Es macht Spaß, die zu suchen, herauszufinden, was ist die schnellste Route im Spiel, wie ich noch ein paar Sekunden von meiner Zeit, die dir immer angezeigt wird pro Checkpoint, runterkriegen kann. Einfach dieses Spiel immer und immer wieder spielen. Und ich wünsche mir, dass Sega und Sonic Team mehr wieder in diese Kerbe schlagen würden und noch eine Spur mehr in Richtung Rennspiel gehen würden, statt Plattformer, weil die Plattforming-Elemente sind garantiert nicht schlecht, aber wenn sie einfach noch mehr sagen würden, das ist ein Speedrun-Spiel, das ist ein Rennspiel, da hier geht es darum, den Kurs zu perfektionieren. Während Sonic Forces, welches 2017 erschien, angekündigt hat, in genau diese Kerbe zu schlagen, war Sonic Forces in allen Punkten schlechter und hat eigentlich die schlechtesten Elemente von Sonic Generations übernommen und den Rest nicht verstanden. Und ich hätte nichts dagegen, wenn ich irgendwann mal wieder ein Sonic-Spiel in dieser Art sehen würde und vielleicht noch mehr auf Speedrun und Rennspiel getrimmt. Ich hätte nichts dagegen, 10 davon zu sehen. Ich liebe dieses Spiel. Number 8. Time Crisis. Und übrigens Epilepsie-Warnung, weil weiße Flashes und so. Okay. Time Crisis 2 und 3 ist so ein Fall, bei dem ich das Spiel nur aus dem Urlaub kenne. Ich war irgendwann 2007 rum, waren wir mal in Ungarn und am auffälligsten dort waren nicht die Strände, nicht das Essen, nicht die Frauen, die immer Baumkuchen gerufen haben jeden Tag, sondern deren gigantische Arcade-Szene, was als Deutscher so unfassbar ungewohnt war. Denn die hatten teilweise gegenüber voneinander relativ große Arcade-Hallen mit vielen, vielen verschiedenen Spielen. Meistens älterem Kram, weil die wahrscheinlich gar nicht das Geld hatten oder sowas. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Das würde mich eigentlich mal interessieren, ob die da immer noch so eine riesige... Ich weiß gerade nicht mehr, wo wir genau waren, aber ob die da immer noch so eine riesige Arcade-Szene haben. Aber auf jeden Fall, ein Spiel ist mir da besonders im Kopf geblieben. Na okay, 2 Ridge Racer war, glaube ich, da auch und das habe ich auch gern gespielt. Aber Time Crisis ist mir im Kopf geblieben, weil es das erste Mal in meinem Leben war, dass ich so einen Lightgun-Shooter gespielt habe und bis vor kurzem immer sehr, sehr positive Erfahrungen daran hatte. Und dann ist es letztens geschehen. Ich hatte von einem Kumpel eine PS2 bekommen, weil meine alte kaputt war. Danke, Tobias. Ich hatte mir den alten CRT-Fernseher von meinen Eltern geholt, den ich in meinem alten Zimmer hatte. Und habe mir dann einfach gesagt, okay, jetzt besorge ich mir Time Crisis und diese Plastikpistole und ich hoffe, dass meine Erinnerungen mich nicht trüben und ich das Spiel wirklich so gut finden werde, wie ich es tatsächlich gefunden habe. Und ja, es ist fantastisch. Ich
liebe diese Spiele. Ich muss nicht mal viel erklären. Es sind simple Rail-Shooter, die aber wahnsinnig schnell und sehr präzise sind, die immer neue Situationen führen direkt, einige kleine Geheimnisse haben, nicht so leicht sind, man muss sie ein bisschen üben und dieses kleine Gimmick haben, dass man per Tastendruck in Deckung gehen kann, um Schuss zu entgehen, was dieses ganze Spiel nicht einfach nur zu einem Time-Trial-Ding macht, wie viele andere Rail-Shooter. Dieses Genre ist häufig missverstanden und gar nicht so beliebt, gerade in Deutschland, weil wir halt einfach nie eine Arcade-Szene hatten. Und Killerspiele sind brutal und so ein Blödsinn. Aber das ist ein Thema, gerade weil es so obskur ist, über was man irgendwann mal noch viel ausführlicher philosophieren sollte. Time Crisis 2 und 3. 3 ist besser, 2 ist kürzer und deswegen spiele ich es häufiger am Stück durch. Definitiv Spiele, die ich in den letzten Monaten sehr viel gespielt habe und in den nächsten Monaten immer mal wieder anwerfen werde. Definitiv mag ich sehr. Nummer 7. FIFA 07 für den GameCube. Kid Icarus Uprising. Das Spiel war tatsächlich für mich eine ziemlich große Überraschung. Damals, als ich mir den 3DS gekauft hatte, habe ich mir ein paar random Games einfach dazugeholt. Ein paar, die ansprechend genug klangen oder von Reihen sind, die ich zumindest irgendwann mal mochte oder Interesse dran hatte. Und halt dieses Spiel, weil es sah ähnlich genug zu Star Fox aus und ich mag Star Fox, also packe ich das noch da drauf. Und dann war es auch so ähnlich wie Star Fox. Die erste Mission ist ein Rail-Shooter-Level, tötest Gegner und du hast Voice-Acting dabei und die Level sind relativ abwechslungsreich dafür, dass du eigentlich dich on Rails bewegst und sie sind nicht zu lang, was sogar storytechnisch erklärt wird. Und dann landest du auf dem Boden. Und ich war erstmal enttäuscht, weil ich dachte, oh nein, ich hätte mich informieren können wie so ein Nicht-Vollidiot. Und am Ende ist es mein absolutes Lieblingsspiel für den 3DS, das, was ich definitiv am längsten gespielt habe. Das Gameplay auf dem Boden ist ein Third-Person-Shooter mit einer seltsamen Steuerung, die definitiv gewöhnungsbedürftig ist, für mich aber nie ein Problem darstellte, weil ich schon auf dem normalen DS auf dem normalen DS-Shooter gespielt habe. Und die meisten Leute, die sich über die Steuerung beschweren, beschweren sich gar nicht darüber, weil die schlecht ist, sondern weil sie einfach diese Art Spiel noch nie gespielt haben auf dem Handheld. Und ich aber einfach jahrelange Übung hatte mit deutlich schlechteren Spielen auf dem DS. Mit dieses GoldenEye Rogue Agent auf dem DS war eins der furchtbarsten Spiele meines Lebens. Das erste, was ich für den DS hatte, das war... Es ist ein Third-Person-Shooter mit Fokus auf dem Ausweichen, auf dem Erkennen von Gegnern, den Lernen ihrer simpleren Muster und das, was du über sie weißt, anzuwenden. Und es gibt so viele Gegner in so vielen Szenarien von verschiedenen Fraktionen, die in den verschiedensten Leveln teilweise gegeneinander kämpfen. Jedes Level hat einen eigenen Boss und du hast massiv großartige Musik, das erwähne ich heute echt häufiger, die teilweise auf die Rail-Shooter-Level auch angepasst ist. Und dann halt so viel Voice-Acting, welches fantastisch ist. Dieses Spiel hat ein super unterhaltsames Writing mit Charakteren, die sich alle anzicken, die sicher die besten Freunde sein könnten, wenn die nicht das pure Böse teilweise wären. Es ist einfach wahnsinnig widerspielbar. Es hat so ein gewisses Waffensystem, was so Diablo-esk ist. Nicht der absolut größte Fan davon, aber gibt dir zumindest mehr Gründe für die Widerspielbarkeit. Das ist ein Spiel übrigens von Sakurais Team. Das ist der, den man für Super Smash Bros. Kennt. Das merkt man auch sehr, dass das aus derselben Feder stammt. Und hat auch einige relativ ähnliche Mechaniken. Aber einfach einen aggressiv spielbaren Third-Person-Shooter mit dem Fokus auf im Kampf sein und gut vorgehen und viele Gegner besiegen, die eigentlich relativ coole Designs teilweise haben. In einem Spiel mit einer ordentlichen Performance, einer guten Grafik für den 3DS, massiv an Abwechslung haben, bei denen die Story so viele verschiedene Sachen durchgeht, einfach weil man sie erzählen wollte und es trotzdem, obwohl es einfach viel zu viel eigentlich ist, es gut verständlich bleibt. Ich mag dieses Spiel sehr, Kid Icarus Uprising, das beste 3DS-Spiel. Wenn ihr keine Handkrämpfe kriegt, was bevorzugbar wäre, holt euch das Spiel, bevor der 3DS einfach von Nintendo komplett vergessen wird. Gutes Spiel, macht mir Spaß, ist erstaunlicherweise irgendwie mein Lieblingsshooter 2012 gewesen.
was mich ziemlich verwundert hat, weil das so die unwahrscheinlichste Plattform vom unwahrscheinlichsten Publisher ist für sowas. Let me get a number 6 with extra dip. Titanfall 2. Ich bereue es so sehr, zu diesem Spiel keine Review gemacht zu haben damals. Titanfall 2 erschien genau in der Zeit, in welcher ich komplett für immer die Hoffnung aufgegeben habe, dass nicht nur die Call of Duty-Reihe an sich, sondern die gesamte Formel, die es gestartet hat, die ja zum Glück langsam auch verschwunden ist, jemals ein gutes Spiel hervorbringen könnte, welches vom Gameplay richtig gut ist. Call of Duty hatte gerade in seinem Sci-Fi-Zeitalter immer so ganz kurze Ansätze, wo sie so ganz knapp an etwas ziemlich Guten ranraken, aber das dann auch direkt wieder fallen gelassen haben. Und bei Titanfall 2 hatte ich kaum die Hoffnung und dann hat es alle Erwartungen, die ich jemals an seine Konkurrenzreihe haben könnte, bei weitem übertroffen. Warum überhaupt der Call of Duty-Bezug hier gerade? Ganz einfach, weil Titanfall ist von den ehemaligen Call of Duty-Erfindern. Die Typen, die dafür gesorgt haben, dass Call of Duty an sich existiert und dass die Reihe super erfolgreich wurde durch Modern Warfare, welches sie auch gemacht haben. Halt dafür sorgten, dass Call of Duty überhaupt so beliebt ist, dass sie jetzt von der Modern Warfare-Reihe ein Remake machen mussten, um an diese Erfolge wieder anknüpfen zu können. Aber um diese Reihe soll es hier gar nicht gehen. Weil, das ist einigen aufgefallen, es geht auf diesem Kanal relativ selten um dieses Thema, hallo, und das ist gut so. Lassen wir es einfach dabei. Es ist gut, dass es darum hier nicht mehr geht und das sollte so wenig wie möglich nur noch darum gehen. Jedenfalls, Titanfall 2 machte so ziemlich alles besser und hat eine Formel, bei der ich wirklich dachte, das kann niemals Spaß machen, einen der besten Shooter und den besten Shooter in dieser Art rausgebracht. Warum? Langweilige Gesprächssequenzen, bei denen einfach das Gameplay mehr oder weniger auf Schneckentempo reduziert wird, wurden hier ersetzt durch, es gibt immer noch solche Gesprächsparts, aber durch sehr simples, aber sehr spaßiges und einfach gut funktionierendes First-Person-Platforming. Das Gameplay, wie der Kampf funktioniert, ist fantastisch. Der Titan, der gelegentlich dann vorkommt, weil es ist immer noch Titanfall, der ist definitiv immer noch der schwächere Part, aber die taktischen Kämpfe sind eine deutlich bessere Abwechslung als irgendwelche super simplen Fahrzeugabschnitte, die so kurz sind, dass sie nicht mal halbwegs komplex sein dürfen von ihrer Machart. Die Story von dem Spiel ist ähnlich nichts wie in den meisten Shootern dieser Ära, aber du hast einen Charakter, mit dem du ein Verhältnis hast und das ist dein eigener Titan, der mit dir redet und mit dem du vor allem auch redest, weil der Protagonist ist mal nicht stumm und einfach dadurch, dass du die Möglichkeit hast auszuwählen, was er sagt in manchen Gesprächen, bist du minimal mehr daran interessiert, über was die so reden und die Charakterinteraktion macht einfach Spaß. Es ist einfach unterhaltsam, die beiden zu verfolgen, wie sie ihr kleines Abenteuer erleben. Das Spiel hat großartige Gimmicks und gerade weil es halt dadurch dann immer noch diesen Call of Duty Bezug hat, mit dem ich ja durch meine Vergangenheit, ihr kennt, ich habe so mal fast ein Video gemacht zu dieser Reihe, war ganz kurz, kennt kaum einer, ist sehr obskur, ist es halt für mich nochmal etwas besonderes. Ja, belassen wir es dabei. Einfach dieser Vergleich macht es nochmal besonders. Es ist so schade, dass dieses Spiel gefloppt ist und erst durch den Erfolg von hier Apex Legends wurden die Leute überhaupt darauf aufmerksam, dass man es vielleicht sich ja irgendwann mal holen könnte oder anschauen könnte. Die Kampagne ist nicht mal sonderlich lang, aber sie macht ziemlich viel richtig. Definitiv das beste Spiel dieser Art. Wenn das mal im Sale ist, so keine Ahnung, 15 Euro, 10 Euro oder so, tut euch das mal an, ist super. Nummer 5! Donkey Kong Tropical Freeze. Ein Nintendo-Plattformer für die Wii U. Und ich möchte mich jetzt eigentlich nicht aus dem Fenster legen mit irgendwelchen Ich möchte mich nicht aus dem Fenster lehnen mit irgendwelchen Superlativen, auch wenn das eigentlich das angebrachte Video dafür wäre. Aber Donkey Kong Tropical Freeze ist vielleicht nicht der, aber definitiv einer der besten 2D-Plattformer aller Zeiten. Und es hat bei mir ein Stück gedauert, bis es wirklich Klick machte für mich.
Ich hatte es mir damals gekauft und habe mich eigentlich drauf gefreut und dann mochte ich die Steuerung jetzt nicht so sonderlich und hatte es relativ schnell wieder weggelegt. Eine gewisse Zeit später hatte ich Besuch hier und wir hatten eigentlich vor, richtig coole Multiplayer-Sachen zu spielen, so mit Smash Brothers und Mario Kart, und haben dann beides ein bisschen gespielt, aber gar nicht so viel. Und dieses Spiel, welches eigentlich nicht den besten Multiplayer haben sollte, was auch irgendwo stimmt, hat dann die ganze Zeit gefressen. Donkey Kong Tropical Freeze macht so viel richtig. Es hat eine etwas steifere, trägere Steuerung, nennen wir es mal so. Was aber daran liegt, die wollten dir diesmal das Gefühl geben, dass du tatsächlich so ein fetter Gorilla bist, anstatt die präzise, super großartige Steuerung aus den alten Country-Teilen zu haben. Aber die Level sind im Gegensatz zu dem Vorgänger hier, Country Returns auf der Wii, sind die Level auch und die ganzen Mechaniken auch deutlich mehr darauf angepasst, auf Donkeys Trägheit. Die Side-Characters, die du haben kannst, sind hier besser als einfach nur Diddy haben. Und vor allem das Spiel macht auch mehr Eigenes. Es ist so vielseitig von seiner Abwechslung. Es hat so viele coole Level-Themes. Es hat gute Level-Gimmicks. Und es hat ein Balancing, welches zumindest mir immer dieses, oder nicht, was heißt immer, aber sehr häufig genau dieses Gefühl gegeben hat von, wow, diese Situation schaffe ich nicht, dann mache ich sie, dann schaffe ich sie gerade so, mein Herz pocht und ich bin voller Euphorie und dann kommt die nächste großartige Stelle. Ich mag die Grafik von diesem Spiel total. Ich mag die Gegnerdesigns von diesem Spiel total. Ich mag die Musik total. Es ist echt für manche vielleicht ein Sakrileg, aber dieses Spiel schafft es erstaunlich gut auf Augenhöhe mit dem Original Donkey Kong Country 2 zu sein. Das ist, was definitiv auch einer der besten Plattformer ist, die ich je gespielt habe. Ist jetzt nicht auf der Liste, weil das wäre ein bisschen obsolet. Aber die beiden können wahnsinnig gut auf Augenhöhe sein. Und das, während sie komplett was anderes machen. Das Einzige, was ich wirklich sehr, sehr kritisch sehe, ist, wie Nintendo dieses Spiel dann behandelt hat im Switch Re-Release. Denn wie viele Spiele hat Nintendo auch das Spiel für die Switch Re-Release, einfach weil keiner eine Wii U hatte. Ich arme Seele schon. Und hat dann ein kleines Gimmick mehr eingebaut, ein Bonuscharakter. Und für ein Spiel, welches bei Release in 2014 war es, glaube ich, 40 Euro neu kostete, verlangen sie nun 60 Euro Jahre später für dasselbe Spiel mit minimal mehr 20 Euro mehr. Und das ist nicht nur doof und nicht so toll von Nintendo. Ich finde das inakzeptabel. Aber das macht mir das Spiel an sich nur minimal madig. Definitiv einer der besten 2D-Plattformer, die ich je gespielt habe. Eigentlich der beste 2D-Plattformer, den ich gespielt habe. Nein, muss ich gar nicht weiter. Es ist ein wahnsinnig gutes Spiel, das reicht. Nummer 4, Ace Combat 5 oder 7, aber eher 5. Oder 7? Wahrscheinlich 5. Historia. Okay, weiter werde ich nicht singen. Ace Combat ist für mich eine schon eine ziemlich frische Sache. Viele Leute werden sich noch daran erinnern, dass ich Anfang des Jahres irgendwo rum eine Review zu den PlayStation 1 Titeln gemacht habe. Und als ich die angefangen hatte, hatte ich noch keine Ahnung von diesem Franchise. Ich hatte eigentlich auch nie Interesse. Ich hatte nie wirklich Kontaktpunkte außer halt mit Teil 1 in meiner Kindheit. Und aus irgendwelchen Gründen, als Teil 7 immer näher kam, hatte ich gesagt, ja, das könnte ich mir vielleicht ansehen. Und dann dachte ich, okay, spiel mal die PlayStation-Spiele, weil warum nicht? Weil ich hab die PlayStation hier mit der PS3, mit der Backwards Compatibility von der PS1, wo die meisten Leute gar nicht mehr wissen, dass sie drin ist, weil die PS2-Emulation rausgenommen wurde. Es geht um Ace Combat. Nachdem ich dann Teil 7 gespielt habe, danke übrigens nochmal Thomas, der mir das geschenkt hat und es für gut empfunden habe ich die gesamte restliche Serie nachgeholt. Und Teil 7 hat wahrscheinlich die besten Mechaniken und die bestdurchdachtesten Missionen in der Reihe. Aber Teil 5 ist der Teil, der bei Fans häufig als sehr cheesy, der käsigste Teil, wegkommt. Und damit haben die vollkommen recht. Aber auf die für mich beste Art und Weise überhaupt. Es ist genau der Kitsch, den ich brauchte, um durchgehend interessiert zu bleiben.
Das Gameplay ist gut, es ist ein Flugzeugspiel, das kann man sehen. Es ist nicht mal sonderlich irgendwie komplex, es macht nicht mal irgendwas, was ich so besonders hervorheben kann als, guck mal, wie großartig das ist. Da gibt's definitiv spektakulärere Spiele, das ist eigentlich ziemlich bodenständig, ziemlich normal, was sowas angeht, auch wenn du jetzt nicht so viele Flugzeugspiele mehr hast heutzutage. Das meiste kommt tatsächlich durch den Rest der Präsentation. Du hast die ganze Zeit einen ziemlich guten Soundtrack, der einige wirklich große Highlights hat. Du hast eine Story, die so garantiert und echt nicht passieren könnte mit einem Krieg zwischen mehreren Nationen und du erfährst, was es wirklich damit auf sich hat und klärst es auf und kannst diesen Krieg entscheiden zwischen den Fronten, bla. Kitsch, aber fantastisch. Du hast die ganze Zeit Radio-Chatter im Hintergrund, so Flavortext, bei dem sich die Charaktere unterhalten. Du hast allgemein Charaktere im Spiel, die eigentlich sehr simpel sind. Du hast die etwas kühlere Frau, die eigentlich Krieg gar nicht mag. Und sie hat die beste Stimme überhaupt, denn falls Leute die Zero Escape-Reihe kennen, hier 999 und Virtuous Last Reward und Zero Time Dilemma, aber das nicht so ganz, die Sprecherin von Fi ist auch die Sprecherin von Nagase aus diesem Spiel. Das ist die perfekte Besetzung für mich gewesen, weil die Persönlichkeit auch nah genug dran ist und beides die Waifus der Woche sind. Ace Combat. Du hast deinen grimmigen Anführer, der aber nur das Beste für euch will. Und die größte Besonderheit, den Spaßvogel, welcher tatsächlich lustig ist. Ich weiß auch nicht, wie sie das hingekriegt haben, aber in diesem Spiel musste ich tatsächlich an mehreren Stellen lachen. Und dann gab es die eine Stelle, und die muss ich jetzt leider spoilern, wo ihr flieht und ihr die maddesten, die dopesten Flugskills, so mit Z geschrieben am Ende, damit es cooler klingt, die Flugskills beweisen müsst, aber ihr eigentlich die ganze Zeit nur geradeaus fliegt. Und weil die Entwickler dann gemerkt haben, ah, das ist gar nicht so spannend, wie wir gedacht haben, kommt diese Charakterinteraktion dazu. Nein. Und ab dieser Stelle muss man das Spiel einfach schätzen. Ace Combat ist eine sehr coole Reihe. Die PlayStation 1 Spiele muss man nicht unbedingt nachholen. Aber ab Teil 4, 5, 6, ne warte, 4, 5, 0, 6, jetzt, 7, Assault Horizon und die Handheld-Teile. Die Handheld-Teile sind auch nett, aber Assault Horizon darf man sehr gerne auslassen. Sehr, sehr coole Spiele, wenn man die Hände drin kriegt. Für mich noch sehr frisch, deswegen ich will ja eigentlich gar nicht so Sachen, die ich jetzt erst vor kurzem entdeckt habe, auf so eine Liste packen. Aber hier bin ich mir sicher, dass das noch einige Jahre ziemlich hoch in meiner Gunst stehen wird. Ace Combat, da kann man um die Welt fliegen. Nummer 3, Earth Defense Force 4.1 oder Earth Defense Force 5. Das hier ist so richtig in Character für mich, oder? So ein Typ, der super kritisch ist bei allen Actionspielen und dann seine Zeit in so einem Schmutz verschwendet. IDF fing als eine Art bewusste Guilty Pleasure an, bei dem ich wusste, dass das Spiel nicht viel ist, aber in dem, was es ist, Spaß macht. Als kleines Xbox 360-Spiel für 15 Euro oder so, welches sehr häufig ruckelt und die einfach dumme Gegner gibt. Und aus dieser Reihe wurde trotz wenig Evolution über die letzten Jahre etwas, was weit mehr Tiefgang hat, als man auf den ersten Blick erwarten würde, als auch auf den zweiten Blick und dritten Blick noch erwarten würde. Und mehr oder weniger ganz aus Versehen ein wahnsinnig gutes Spiel wurde, bei dem du so viele Möglichkeiten hast, Missionsziele und Missionen anzugehen. Eine wirkliche Sandbox-Erfahrung mehr oder weniger, bei dem das Spiel... Dem Spiel ist es egal, was du machst. Und das kann gerne mal in einer Katastrophe enden, aber du kannst gelegentlich auch Level komplett zerstören mit deiner dämlichen Taktik, die aber hier funktioniert, weil das Spiel dir einfach so viele Möglichkeiten gibt. Im Grunde ist es nämlich, du schießt halt auch große Gegner mit großen Waffen, dann kriegst du ein paar neue Waffen fürs nächste Level und dann spielst du es durch und nach fast 100 Missionen bist du am Ende. Und darunter hast du riesige Ameisen, wobei eine riesige Ameise wäre für mich jetzt schon irgendwas, was so groß ist wie dein Fuß, aber das hier sind noch riesigere Ameisen und Roboter und Spaceships und das Spiel kann sich nicht zurückhalten.
Und das ist das sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Was das Spiel aber auch ganz seltsamerweise hinkriegt, ist halt, trotz seiner eher, nennen wir es mal, bescheidenen, beschissenen Präsentation, schafft es, dass das Töten von Gegnern, das bloße Erschießen von Feinden sich so gut anfühlt, dass so viel Spaß macht tatsächlich. Du ein so gutes Feedback hast, dann plötzlich da die Präsentation richtig aufgeht, da plötzlich das Sounddesign gut funktioniert. Und ähnlich wie in Ace Combat hast du hier auch so einen Radio-Chatter, der die ganze Zeit im Hintergrund läuft, der auch cheesy ist, natürlich noch cheesier Käse, als Ace Combat es hier sein würde, weil natürlich dieses Szenario hier ist das, was es ist. Das ist offensichtlich, dass das ein bisschen dämlicher wird und sich nicht zu ernst nimmt. Aber der dich als die größte und coolste Leberwurst auf dem Schlachtfeld nach und nach darstellt, dem Spiel und den Charakteren im Spiel bewusst wird, was für eine wichtige Rolle du spielst. Und tatsächlich, dass die Hälfte des Reizes ausmacht für mich, wie geredet wird und wie das alles einfach über Sounddesign präsentiert wird. Und es ist für mich das meistgespielte Spiel auf der Xbox 360, diese Reihe. Oh, ich hatte die Xbox 360 gar nicht so lange, ich habe die erst sehr spät gekauft, aber ja. Es ist mein meistgespieltes Spiel auf der PS4 und es ist mein meistgespieltes Spiel auf Steam. Ich liebe EDF. Und egal ob 4.1, welches deutlich besser wiederholbar ist als Teil 5, weil dort ein bisschen die Level zu lang sind, oder halt Teil 5, welches ein Stück cleverer ist. Es ist für mich das essentielle Koop-Spiel, es ist für mich das essentielle nebenbei irgendwas Spielspiel und es ist für mich das essentielle Endlosspiel, bei dem ich immer mehr, egal wie lange ich spiele und wie weit ich spiele, immer irgendwo Fortschritt habe dadurch. Und vermutlich mehr oder weniger aus Versehen von den Entwicklern und eine Guilty Pleasure entwickelte sich langsam aber sicher zu einer riesigen Pleasure, die ich hunderte Stunden gespielt habe und in meinem Leben sicher auch noch spielen könnte. Deshalb finde ich, dass diesen Ruf, den diese Reihe hat, dass es Trash ist, auch wenn das positiv gemeint ist, finde ich zwar nicht ungerechtfertigt, weil natürlich die Inspiration liegt eindeutig bei trashigen alten Sci-Fi-Film und sowas und da liegt ein bisschen die Inspiration. Natürlich ist es dann, der Vorwurf mit Trash ist dann gar nicht böse gemeint, aber mittlerweile haben sie dieses Spiel so weit verbessert, dass ich das tatsächlich gar nicht mehr so sehe und da tatsächlich mehr hinter ist als einfach nur, oh, die Roboter sehen ja doof aus. Mag ich. Nummer 2, Tony Hawk's Pro Skater, die gesamte Serie eigentlich ab Teil 2 bis American Wasteland, Tony Hawk's Underground. Jetzt kommen wir zur Top 2 Liste und auch wenn ich hier eigentlich gar nicht, also ich habe ja gesagt, das ist ja keine feste Reihenfolge mit das erste, was ich nenne, ist das schlechteste und das oberste ist das beste, aber zumindest bei den letzten zweien, eigentlich bei den letzten dreien war ich mir jetzt schon seit Jahren sicher, dass das diese Spiele sein werden. Tony Hawk's Pro Skater und Underground und was danach kam, das sind Spiele, die ich bis heute immer und immer wieder spiele und einfach, gerade nachdem das Internet für mich immer mehr eine Sache wurde und man ein bisschen mehr über diese Spiele und seine inneren Mechaniken erfahren hat, wurden das immer bessere Spiele. Und ich habe jetzt Underground rausgepickt, weil das ist der, den ich tatsächlich am meisten gespielt habe. Das ist der erste, der eine Story hat, der also vielleicht auch für Anfänger der interessanteste Teil sein könnte, der so als erstes so einen gewissen Durchbruch schaffte. Denn es gibt diesen Kampf aus irgendwelchen Gründen bis heute von Skate-Fans und Tony Hawk-Fans, obwohl beide Reihen längst tot sind, bei denen es heißt, das Skate ist viel besser, weil das ist viel realistischer. Ja, no shit. Danke, dass ihr mir diesen Hinweis gebt, das ist mir gar nicht aufgefallen vorher. Tony Hawk hat spätestens mit diesem Teil so eine kleine Evolution gemacht von mehr oder weniger glaubwürdiges Skateboard-Spiel auf der PS1 zu Devil May Cry auf einem Skateboard, wo es nur noch darum geht, die ersten Highscores zu machen. Und das ist für mich so viel mehr als einfach nur ein cool aussehendes Skateboard-Spiel. Die Mechaniken sind einfach so gut gemacht und wurden über die Jahre immer weiter perfektioniert und getweakt und leicht angepasst. Das Spiel hat intelligent gesetzte Input-Buffers und so kleine so eine kleine Hilfestellung, die Anfänger vermutlich gar nicht mitkriegen werden, aber die das Spiel einfach angenehmer machen zu spielen.
Und es hat ein Map-Design, welches so großartig durchdacht wurde mit, was werden die Anfänger wohl machen, wo werden die wohl lang skaten wollen, wo werden die guten Skater lang skaten wollen und wo werden die Pros lang wollen. Und sie haben sich ständig auch irgendwelche Pros eingeladen. Pros, naja, wir spielen professionelles Skateboard-Spiel, aber halt richtig, richtig gute Spieler aus der Community eingeladen, damit die mal diese Maps testen und auch kleine Videos aufnehmen für die und sowas, damit sie da diese Zielgruppe auch nicht verfehlen. Und das alles in ein sehr gutes Set-Dressing, welches glaubwürdig ist, eingebracht. Und das ist einer der Gründe, weil das alles so optimiert ist, weswegen diese ganzen Tony Hawk-Klone, die du in den 2000ern wirklich am laufenden Band hattest, warum die allesamt nicht so gut funktionieren, warum Tony Hawk's Pro Skater HD und Tony Hawk's Pro Skater 5 absolut nicht funktionieren, auch wenn HD gute Reviews bekommen hat von Leuten, die die Reihe seit 10 Jahren nicht mehr gesehen haben und dachten, das sind nur kleine, nette Spiele, die keinen interessierten. Underground deshalb, weil, wie gesagt, es hat eine Story, es hat die simpelste Story, die man erzählen kann, aber halt auch die beste, die man erzählen konnte, über ein From Zero to Hero Skateboard-Karriere mit den ersten Erfolgserlebnissen, mit den ersten Hindernissen und einem Arschloch, welches dir im Weg steht. Nur damit du am Ende von deinem Tiefpunkt dich erheben kannst und sagen kannst, es geht nicht um Erfolg und Geld, es geht um die Liebe und das Herz des Skateboardens. Gepublished von Activision. Die Spielstruktur von den klassischen, also von gerade 2 und 3, bevorzugen zwar viele Leute und eigentlich ja, nur hat es mich bei Tony Hawk noch nie genervt, dass ich irgendwie Missionen habe, die gar nicht so toll sind zwischendrin. Es gibt ein paar, aber wirklich genervt war ich nie davon. Und Tony Hawk's Underground war tatsächlich so ein Spiel, welches ich damals immer und immer wieder durchgespielt hatte. Ich kannte die Reihe schon ziemlich lange. Mein Bruder hatte damals, also Tom mit 2M heißt der, nein, heißt er nicht, hatte damals irgendwie Tony Hawk's Pro Skater 2 mitgebracht für die PlayStation. Aber da war ich noch irgendwie zu jung und zu dumm, das wirklich zu spielen. Ich hab's nicht so ganz verstanden, aber ich mochte den Editor irgendwie und das Spiel hatte halt was sehr Eigenes. Da er aber ein sehr großer Fan war, haben wir die nächsten Teile auch immer unterm Christbaum gehabt. Und ab Underground hat es einen Klick gemacht, auch weil es einen leichteren Schwierigkeitsgrad hatte. Das hat wahrscheinlich auch geholfen. Und so, dass ich es wirklich jeden Tag für bestimmt Wochen bis vielleicht sogar Monate, kann ich nicht mehr einschätzen. Als Kind hat man so ein komisches Zeitgefühl. Oder als Erwachsener hat man ein komisches Zeitgefühl. Eins von beiden wird schon stimmen. Aber hatte ich es wirklich sehr oft in einer Sitzung durchgespielt, was auch daran liegt, dass es kurz ist, aber dass es halt einfach so viel Spaß macht. Und bis heute spiele ich diese Spiele heute sogar noch lieber als damals. Mit so Mods wie Fuck Pro auf dem PC und Emulatoren, die das Spiel sehr gut hinkriegen. Dolphin hat echt keine Probleme, diese Spiele hinzukriegen. Und falls ihr Kindheitserinnerungen habt und irgendwie in Erinnerung habt, dass irgendeins dieser Spiele, das fandet ihr ganz nett oder ganz cool oder damals, oder ihr habt nur die Demo gespielt, aber es ist irgendwie im Kopf geblieben, probiert's nochmal aus, wirklich. Digital gibt's keine Teile mehr zu erwerben, weil natürlich nicht. Musik und Skateboards und Pros und Lizenzen und alles. Und Activision. Also kaufen da kannst du keins mehr davon, das ist super schade, aber es gibt die gebrauchten, das ist bestimmt nicht allzu teuer und wie gesagt, auch wenn das darf man ja gar nicht empfehlen in Videos, aber es gibt Dolphin und der kann das Spiel ziemlich gut spielen. Probiert's einfach nochmal aus und das sind wirklich Spiele, die auch so richtig hart im Muscle Memory bleiben. So, ich glaube sehr ähnlich wie bei Super Smash Bros. Melee, welches einfach aus irgendwelchen Gründen eine Steuerung hatte, an die man sich nie wieder auf einem anderen Controller gewöhnen kann, weswegen sie ja diese GameCube-Controller jetzt mit neuen Teilen immer noch mitliefern. Einfach weil du nie wieder dazu kommst, das Spiel auf einen anderen Controller zu spielen. Und das ist nicht ganz so schlimm bei Tony Hawk, aber die Tastenbelegung ist so im Blut. 10 Jahre, 15 Jahre nicht gespielt und du bist sofort wieder drin. Du wirst ein paar Mal bailen, aber du bist sofort wieder drin. Ja, es ist nicht das realistische Skateboard-Spiel, bei dem du dich echt so fühlst, als ob du auf einem Brett mit Rollen stehst. Das stimmt, aber es ist dabei so viel mehr. Und nun zu meinem absoluten Lieblingsspiel aller Zeiten. Bei dem Spiel, bei dem ich mir schon vor 10 Jahren sicher war,
dass dieses Spiel, wenn ich gefragt werde, auf Platz 1 landen würde. Timesplitters 2. Beziehungsweise Future Perfect. Die war mal auf Augenhöhe, aber eigentlich Teil 2. Fangen wir einfach damit an, dass das Spiel einen Mordsumfang hat. Es hat eine sehr gute Kampagne mit 9 oder 10, ich bin mir gerade nicht mehr selber sicher, Leveln in verschiedenen Zeitepochen, bei denen du durch die Zeit reist und man kann durch die Zeit reisen mit verschiedenen Arten von Waffen und Gegnern und Missionszielen und Umgebungen und all sowas. Die Kampagne ist nicht sonderlich lang, aber man kann sie im Koop durchspielen. Außerdem wird sie auf höheren Schwierigkeitsstufen auch länger, indem die Missionen komplizierter und umfangreicher werden. Das ist nicht einfach nur so, dass jetzt spawnen halt 3 mehr Gegner und du hältst weniger aus, sondern eher was in die Richtung von, da spawnen jetzt ein paar mehr Gegner und du hältst jetzt weniger aus und du hast auch ein paar Räume mehr zu lösen und du musst auf den Damm jetzt rauf, anstatt einfach nur drumherum zu laufen wie auf leicht. Und das ist wahnsinnig cool, weil man da, wenn man das Spiel dann erst, wenn man erwachsen ist, das erste Mal wirklich auch schwer durchspielen möchte, plötzlich mehr erfährt über das Spiel, als man die ganze Zeit wusste. Es hat einen großen Multiplayer-Part, der wirklich, der viele verschiedene Maps hat, viele verschiedene Waffen, viele verschiedene Charaktere, bei dem du mit bis zu 4 Spielern im Splitscreen spielen kannst, aber Splitscreen ist so eine Sache gewesen. Da hatte Spieler 1 damals immer am meisten Spaß und der Rest eher nicht so, weil die das Spiel nicht so gut beherrschen und man da gegeneinander kämpfen muss. Ja, dann hat das Spiel Bots. Und das nicht irgendwie nur 1 oder 2 Stück, damit man halt ein bisschen... Nein, 10. 10 Bots und 4 Spieler, was 14 Leute macht auf einem Server, wollte ich gerade sagen, auf einer Map. Was eine ganze Menge ist, ein ziemliches Chaos und es macht ziemlich viel Spaß. Und die Bots sind nicht einfach nur irgendwie Bots, die versuchen, Menschen zu mimen, sondern die sind tatsächlich ihre eigene Sache mit ihrer eigenen KI und ihren eigenen Animationen und auch ihren eigenen Bewegungen, die kein Spieler nachmachen kann. Und das sorgt dafür, dass es eine komplett eigene Erfahrung ist. Es ist nicht einfach nur so, wie gegen menschliche Spieler nur schlechter, sondern sein komplett eigenes Ding. Das mochte ich schon immer sehr. Und das mochten die Entwickler scheinbar auch, deswegen gibt es nämlich einen Arcade-Mode, wo du viele, viele verschiedene Herausforderungen gegen genau diese Bots machen musst. Und du kriegst dafür Trophäen und kannst immer bessere Ränge kriegen und kriegst dafür Sachen zum Freischalten und kriegst neue Aufgaben. Und es gibt noch den Herausforderungsmodus, bei dem du Sachen machen musst wie Bananen sammeln und auf Melonen schießen und kleine Story-Abschnitte einfach nochmal machen musst und irgendwas mit Ziegelsteinen. Das Spiel hat Ziegelsteine als Waffen. Das ist super. Und das Gameplay erst. Timesplitters 2 fühlt sich bis heute erstaunlich gut an. Und dadurch, durch diese kleine Tatsache, dass man seine Steuerung komplett frei belegen kann, im Gegensatz zu vielen anderen Konsolenspielen aus dieser Zeit, ist es auch deutlich besser gealtert als viele andere Spiele, weil so häufig hat man heute das Problem, dass man zu einem alten Spiel zurückkehren möchte. Und das größte Problem ist nicht die Grafik, sondern die Steuerung. Und man kann nichts daran ändern. All die Leute, die irgendwie ein altes N64-Spiel nochmal spielen wollten und dann diese invertierte Kamera bemerken, wissen, was ich meine. Und in Timesplitters ist alles komplett frei belegbar, was super ist. Es hat ein sehr GoldenEye-eskes Gameplay. Das ist noch eine etwas andere Steuerung, als man sie heutzutage von Konsolenshootern kennt. Und auch eine andere Spielstruktur, als man sie von heutigen Konsolenshootern kennt. Und das kommt nicht von ungefähr, denn das Spiel ist von ehemaligen Rare-Entwicklern, die Rare verlassen haben während der Entwicklung von Perfect Dark, weil sie ihre eigene Vision hatten, die sie verfolgen wollten. Der Look ist ziemlich zeitlos tatsächlich. Die Grafik von dem Spiel ist echt gut gealtert, weil es so einen gewissen Comic-Look hat. Und auch sehr schön übertriebene Animationen, die einfach Spaß machen, den zuzugucken. Aber die auch ein sehr gutes Feedback geben für... Damals hatte man ja noch CRT-Fernseher und die waren in der Regel kleiner. Und da brauchtest du auch übertriebenere Animationen, um überhaupt zu sehen, was du machst, was du triffst. Das Trefferfeedback war fantastisch. Ich mag die Waffen bis heute. Und ich spiele es bis heute super gerne. Es hat sogar einen Map-Editor, das Ganze, bei dem du dir deine eigenen kleinen Karten erstellen konntest. Nicht nur so Multiplayer-Kram, den du dann irgendwie mit deinen Freunden spielen kannst, sondern die Bots funktionierten tatsächlich auch. Und du konntest sogar keine Story-Mission machen. Das ist nichts super Besonderes.
gerade aus heutiger Sicht, aber wenn wir überlegen, vor ein paar Jahren erschien hier Doom 2016, ja, ich frage mich, in welchem Jahr das erschienen ist, und das hatte diesen Snap-Map-Editor, bei dem du dir deine eigenen kleinen Maps zusammenstellen konntest, und während dort das Scripting deutlich besser war und die Platzierung von Sachen, war Timesplit das, wenn es um die reine Architektur geht, des Levels, deutlich besser. Und das sind beides keine richtig guten Editoren im Gegensatz zu richtiger Software, aber einfach zwei Generationen davor überhaupt so eine Art Map-Editor haben, damit du die eigene Maps erstellen kannst, das habe ich vorher noch gar nicht gesehen bei Konsolenspielen. Und dieser Editor wurde besser im Nachfolger, Timesplitters Future Perfect. Ein Upgrade auch in vielen Punkten. Gerade grafisch ging's voran, die Inszenierung ging voran und der Story-Modus hat tatsächlich diesmal sogar eine richtige Story, die tatsächlich, obwohl die Entwickler immer gesagt haben, dass ihnen sowas wie die Story eigentlich egal ist, erstaunlich nett erzählt ist und tatsächlich auch lustig ist und nette Charaktere hat und dich an viele verschiedene Orte führt und ich mag die Kampagne. Das Gameplay von dem Spiel ging dann dafür aber auch in eine leicht andere Richtung. Das erinnerte dann eher an den Standard-Shooter, dein Halo oder was auch immer, was es aber auch aus heutiger Sicht deutlich besser spielbar macht für Leute, die halt nicht damit aufgewachsen sind, nennen wir es mal einfach so. Für moderne Spieler, nennen wir es so, ja. Das heißt, die Steuerung ist deutlich näher dran an dem, was man erwartet und es hat sich erstaunlich gut gehalten. Wieder mal dank des Comic-Looks, aber wenn man mal die Originalkonsole mit seinem 480i ignoriert, wenn man das auf HD hochprügelt, das Spiel, das könntest du heute immer noch spielen. Der Multiplayer wurde ebenfalls nochmal ein bisschen erweitert und den haben wir, glaube ich, sogar mehr gespielt. Wenn es um Arcade-Modi und die Herausforderung geht, da ging es einen Schritt zurück, das ist etwas schade, aber ich bevorzuge eigentlich Timesplitters 2 immer noch, obwohl Future Perfect in so vielen Punkten besser wirkt. Future Perfect spiele ich deutlich lieber im Multiplayer, trotzdem aber bevorzuge ich Timesplitters 2. Future Perfect hat den besseren Multiplayer, den ich einfach viel länger gespielt habe mittlerweile und wenn ich jetzt einen Multiplayer ausgraben möchte, dann vermutlich immer von Future Perfect. Aber Timesplitters 2 hat einfach diese GoldenEye-eske Kampagne, bei denen du auf Missionsziele achten musst, bei denen die Gegnerplatzierung etwas wichtiger war und sowas. Und das mag ich zum einen mehr, aber auf der anderen Seite, es existiert halt auch kaum mehr. Ja, du hast GoldenEye, Perfect Dark und zwei Timesplitters-Spiele, die diese Spielstruktur haben und das war's dann relativ. Während das aber nicht heißt, dass die Kampagne von Future Perfect irgendwie schlecht wäre, weil die mag ich auch noch ziemlich gern und ich will nicht sagen regelmäßig, aber so mit jedem neuen Kumpel, den ich kennenlerne, nach ein paar Monaten werden wir das erste Mal Timesplitters Future Perfect im Koop durchspielen. Das ist schon mehrmals passiert und immer wenn ich das Spiel auch Leuten empfohlen habe, hat es denen gefallen. Allerdings kann ich auch sehr gut verstehen, dass man diese Faszination von damals nicht mehr richtig nachvollziehen kann. Weil wer spielt heute jetzt noch Splitscreen-Multiplayer von gerade von Konsolenspielen, die zwei Generationen zurückliegen? Wer hat jetzt noch irgendwie drei Freunde da, die Bock haben, GameCube oder PS2 oder Xbox zu spielen? Wie oft kommt noch diese Situation? Gar nicht so oft. Und deswegen ist es verständlich, dass man diese Faszination nicht mehr so ganz nachvollziehen kann, einfach weil das sind Spiele aus einer anderen Ära. Aber immer wenn es dann passiert und immer wenn es dann passiert ist und immer wenn ich das irgendwie mit Leuten gespielt habe, über jetzt, wann kam Future Perfect, kam 2005 raus und seitdem, ob mit den besten Freunden und den Geschwistern damals oder auf einer Klassenfahrt, auf der wir Konsolen mitgenommen haben, warum eigentlich? Und, oder mit neuen Kumpels oder über Netplay teilweise sogar bei Dolphin, den erwähne ich heute auch häufiger. Ich muss sagen, dass mir die Spiele einfach bis heute sehr viel Spaß machen und es ist so schade, dass auch diese Spiele damals nicht unbedingt gefloppt, aber auch nicht sonderlich beliebt waren und es wäre sehr schön, wenn man sie für aktuellere Generationen präservieren könnte. Und da ist tatsächlich auch ein bisschen was dran. Es gibt jetzt seit Ewigkeiten ein Fan-Remake in der Mache namens Timesplitters Rewind. Das soll irgendwann für den PC erscheinen. Und mit irgendwann meine ich, ich habe die Entwicklung seit 2013 verfolgt und wir haben jetzt Anfang des Jahres, glaube ich, das erste Mal Gameplay gesehen. Und da meinte er, ja, der Build ist so 2 Monate alt, wir haben so oft neu angefangen.
Also, da kann man noch etwas warten. Aber THQ hat sich die Rechte wieder besorgt und Leute sitzen jetzt dran, um irgendwas mit dieser Lizenz zu machen. Ob das einfach nur ein Re-Release ist, ob das tatsächlich ein HD-Remaster-Pack ist, ob das ein komplettes Remake wird oder ein Nachfolger oder irgendwas, was sie komplett gegen die Wand fahren, weil sie sich dann nicht zurücknehmen können. Das werden wir sehen. Aber Time Splitters 2 und Future Perfect sind zwei wirklich fantastische Shooter. Ich habe wenige gefunden, die für mich da noch ranragen. Natürlich hast du heute welche, die mechanisch besser sind und die vielleicht auch einen größeren Umfang haben in irgendwelchen Punkten. Aber dann müssen sie immer noch dran rankommen, dass Time Splitters Future Perfect 150 Multiplayer-Charaktere hatte. 150 Multiplayer-Charaktere, schnapp sie dir alle! Das ist mal eine Anzahl. Und das war auch so ziemlich meine Liste. Eine Liste, mit der ich mich echt schwer getan habe, sie zusammenzustellen und dafür mehr oder weniger, ich will nicht sagen mehrere Wochen gebraucht habe, aber immer eine TXT-Datei hatte, bei der Sachen raufkamen, Sachen runterkamen, Sachen raufkamen, Sachen runterkamen. Wie machen das andere Leute? 10 Spiele wären zu wenig gewesen. 15 Spiele sind eigentlich immer noch zu wenig, aber weil da so viel ist, was genau auf Augenhöhe liegt und ich nicht weiß, was davon will ich jetzt runterschmeißen und was nicht. Ich hätte über 20 reden können, ich hätte über 25 reden können, ich hätte über 50 reden können, aber dann hätte ich irgendwann auch keine Lust mehr gehabt, ein so langes Video zu machen. Ich hätte mich kürzer fassen können, aber das wollte ich nicht. Ich kann solche Medal of Honorable Mentions haben, mit Spielen, die ich länger nicht mehr gespielt habe und ich mir nicht so ganz sicher bin oder die nicht so ganz raufpassen. Oder Metal Gear Solid und Tetris und Metal Slug und Crysis und GoldenEye und Perfect Dark und Sonic All Star Racing Transformed und Mario Kart 8 und Burnout Paradise und... ich habe hier gerade noch eine Liste, ich versuche das gerade abzulesen. Das ist eine ganze Menge, die ich noch gerne erwähnen würde. Und ich denke, das ist irgendwie ein fast schon außergewöhnliches Gefühl für mich auf diesem Kanal. Denn dieser Typ, der sehr unregelmäßig, aber dann sehr lange über Videospiele redet und wie schlecht diese Videospiele sind, der mag Videospiele. Erstaunlich, ich weiß. Und vielleicht eine Route, die ich in der Zukunft weit häufiger gehen sollte. Doch, egal. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke an alle, die diesen Kanal hier seit einer ewig langen Zeit verfolgen und selbst die größten Content-Pausen verziehen haben, ohne sich abzuwenden. Für all diese Leute, die tatsächlich regelmäßig zu einigen ihrer alten Lieblingsvideos zurückkehren. Das ist absolut keine Selbstverständlichkeit, für die ich sehr dankbar bin. Danke an all die Leute, die mir regelmäßig und unregelmäßig unter die Arme greifen oder gegriffen haben. Ob jetzt einfach nur Feedback oder Thumbnails malen, die teilweise echt großartig sind, oder einfach nur meine schrecklichen Texte editieren oder was auch immer. Danke, Leute. Und natürlich danke an die großzügige Unterstützung über Patreon von Leuten, die mir mit ihrem Feedback wirklich immer diese fuzzy Gefühle im Bauch bescheren. Ihr seid cool und es ist ein tolles Gefühl zu sehen, dass sich so viele Leute für diesen Kram hier tatsächlich so sehr interessieren. Ja. Wir sehen uns. Bis dann.